dich doch niemals im Leben. Okay, also schneller wären wir schon gewesen. Warum wehrt er die ganzen Attacken eigentlich ab? So oft geht doch niemals eine Attacke immer daneben. Boah. Jetzt wechsle ich die Attacke, weil es mir zu blöd wird. Und jetzt trifft's auch. Aber dafür, dass es sehr effektiv ist, geht da noch nicht so viel weg. Das ist zum Mäusemelken. So. Ich habe noch eine Attacke, einen Zug meine ich. Frei wieder. Aber jetzt natürlich nicht. Wie oft habe ich jetzt noch Erdbeben? Einmal. Wow, es geht mal daneben. Mache ich jetzt trotzdem. Willst du. Das gibt's nicht. Und jetzt trifft's. Gut, jetzt ist kein Sonntag da. Warum? Das macht überhaupt keinen Sinn. Überhaupt nicht. Ja, und jetzt war wieder ein Volltreffer. Es trifft einfach nicht. Was steht hier? Es trifft einfach nicht. Das macht überhaupt keinen Sinn. Wisst ihr was? Hier. Das ist Trümmerer. Intensität.
Ich kann machen, was ich will. Und er hat noch Drift Zeppeli. Gibt's nicht. Stalus wehrt die Attacke ab. Warum? Warum? Steht noch nicht mal hier herum. Es trifft halt einfach nicht. Ja, Baum. Jetzt, wo eigentlich schon alles vorbei ist. Ich kann deine Entschlossenheit fühlen, dein Wille ist überwältigend, ja. Moment, ich mach mal Save State. Das waren jetzt das letzte, das war die 5, genau. Mach ich jetzt mal Save State auf die 6. Ja, Flitzebogen. Ja, das bringt ja nichts. Ja, dass ich überhaupt noch treffe, ist ein Wunder. Tot? Nee, noch nicht. Jetzt kommt natürlich die Verbrennung.
Wow. Boah. Das war hart. Punkt, Punkt, Punkt. Ausrufezeichen. Damit habe ich nicht gerechnet. Ich habe dich zwar nicht belächelt, aber ich bin nicht eine Sekunde davon ausgegangen, verlieren zu können. Es ist schon fantastisch und deine Pokémon sind richtig. Ja, ich habe das letzte Wort gar nicht lesen können. Punkt, 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 Punkt. Punkt, Punkt. Uff, ich glaube, ich habe mir die Augenbrauen versenkt. Safe State auf die 6. So. Das ist nervig, dass man alles extra auswählen muss. Statt dass es dann einfach gleich in der Auswahl bleibt. So wie übrigens auch bei den neueren Editionen. Also die haben schon nachgedacht. Aha. Und ich hole die von Shell Terra, egal. Von Shell Terra. Das wieder aufheben. Ich cheat ein bisschen das Level hoch. Egal, wir lassen es jetzt einfach so. Und machen nochmal. Erstmal gucken. Was haben wir jetzt? Psycho. Naja, ich komme ja trotzdem nur mit meinen Pokémon da weiter, die ich da vorne habe. Also Chatterer oder Morlord. Safe State auf die 5 nochmal, auf die 6 nochmal. Ah, gutes Timing. Ich habe gerade ein Buch beendet. Erlaube, dass ich mir vorstelle. Mein Name lautet Lucian. Ich bevorzuge Psycho-Pokémon. Ich muss schon sagen, ich bin ganz angetan von dir. Dass du es so weit geschafft hast, beweist mir einiges. Man sagt, ich wäre der härteste der Top 4. Du siehst, für mich gilt es, einen Ruf zu verteidigen. Ich werde gegen dich also Vollgas geben müssen. Ja. Mein frisch aufgeboostetes Shelterra. Ja, hier wollte ich Erdbeben. Naja, gut. Ja, GG. Fängt ja schon mal gut an.
Ja. Reflektor. Ist klar. Und das letzte Mal. Rasierblatt. Bis Shelterra jetzt nur noch Verzweifler einsetzen kann. Wenn es so weitergeht. Also Rasierblatt geht jetzt noch. Jetzt noch Zerschneider die ganze Zeit und dann... Oh, da war nochmal ein Volltreffer. Ab die Post, ne? Level 36 für Luxtra. Das ist so schwach. Level 63 ist hier der stärkste. Was kann das denn alles, ey? Ableitung, Eishieb, Feuerschlag, Donnerschlag. WTF? Verschwinde. Wow. Sogar weg. Aber meins auch. Oh Lord. Guck mal, ich kann Erdbeben. Ey, Energieball. RIP Morlord.